Mit diesem Treffer direkt nach dem Seitenwechsel hat Davut Tuma die Weichen für die Kickers auf Sieg gestellt. Davor hatte der OFC gegen den Tabellenletzten aus Stadt Allendorf aber doch seine liebe Mühe. Klar, haben wir in der ersten Halbzeit hätte man ein bisschen besser spielen können, aber das ist jetzt nicht so dramatisch. Wir haben jetzt auch, um ehrlich zu sein, auch nicht extrem viel geändert in der Halbzeit. Einfach nur Kleinigkeiten, die dann auch gleich gefruchtet haben. Natürlich tut das 1-0 in der ersten Minute direkt gut, um einfach ein bisschen Ruhe und Sicherheit reinzubringen. Und am Ende haben wir das Spiel dann auch souverän nach Hause geschaukelt. So fällt also das Fazit von Matthias Fetsch aus, aber alles erstmal der Reihe nach. Treu dem Motto Never Change a Winning Game schickt Kickers-Chef Trainer Sreto Ristić genau die gleiche Startelf als beim 4:2-Sieg gegen Schott Mainz vom Dienstag auf das Feld. Das bedeutet auch, dass Doppeltorschütze Jakob Lemmer erstmal nur auf der Bank Platz nimmt. Die anderen beiden Torschützen von unter der Woche, Deniz Hüseyin Basic und Matthias Fetsch, stehen erwartungsgemäß wieder in der Startelf. Hinein in die Partie. Es läuft erst die dritte Minute. Der OFC ist direkt um das Spielgeschehen bemüht. Der Ball kommt zu Davut Tuma. Der kommt dann auch zum Flanken. Der Ball wird geklärt. Und doch so kommt Hüseyin Basic zum Schuss. Nicht schlecht, aber doch ein wenig zu hoch. Die Gäste stehen aber in einer guten Grundordnung und so tut sich Offenbach erstmal schwer. Matthias Fetsch kommt hier eher durch Zufall an den Ball, sieht dann aber, dass auf der anderen Seite viel Platz ist. Serkan Firat nimmt dann noch Marco Fritscher mit. Dessen Abschluss ist dann aber sichere Beute von Mateusz Abramowicz im Tor des Tabellenletzten. Apropos Tabellenletzter, Sreto Ristić hatte im Vorfeld gewarnt, dass Stadt Allendorf keinesfalls wie ein abgeschlagenes Schlusslicht auftritt, sondern auch wirklich gefährlich werden kann. Und dass er damit nicht falsch liegt, das zeigen die Gäste in dieser Szene. Hoch über den ganzen Platz wird gepresst und nach dem Ballgewinn geht es schnell. Mirko Geisler mit der Chance, genau auf Flauder drauf, der hält diesen Schuss dann aber auch sicher. Aber auf genau diese Nadelstiche lauert Stadt Allendorf. Fast eine halbe Stunde ist dann schon gespielt, als Sebastian Zielenicki dann mit diesem Pass in die Spitze die komplette Abwehr aushebelt. Matthias Fetsch zögert aber einen Moment zu lange, will den Keeper umspielen, doch Abramowicz schnappt sich die Kugel. Da hätte Fetsch wohl am besten direkt abgeschlossen. Wir machen einen Sprung in die Schlussminuten der ersten Halbzeit. Stadt Allendorf kann sich am Offenbacher Strafraum festsetzen. Die Kickers können sich erstmal nicht befreien. Als dann das Leder an den 5-Meter-Raum kommt, ist es Williams. Der trifft die Kugel aber nicht richtig. Sonst wäre das Ding hier richtig gefährlich geworden. Eine Szene aus dem ersten Spielabschnitt haben wir aber noch. Die Kickers kombinieren sich über ihre rechte Seite schön nach vorne. Serkan Firat legt den Ball zum Elfmeterpunkt zurück. Und da ist Hüseyin Basic aber mitten in die Arme des Torhüters. Und so endet die erste Hälfte, wie sie auch schon begonnen hatte, mit einer Chance von Deniz Hüseyin Basic. Zur zweiten Halbzeit gibt es keine Wechsel zu vermelden. Beide Trainer vertrauen weiter ihrer Startelf. Die Kickers sind von Anpfiff an in Ballbesitz. Und als von Ronny Marcos der Ball zu Davut Tuma kommt, zieht dieser direkt ab und der Ball passt unter die Latte. Wie schon gegen Schott Mainz schlägt der OFC wieder direkt nach dem Wiederanpfiff zu. Scheinbar ist Sreto Ristić gelungen, sein Team in der Pause nochmal richtig heiß zu machen. Denn genau 22 Sekunden waren im zweiten Durchgang gespielt, als das Tor gefallen ist. Eintracht Stadt Allendorf steckt aber auch nach dem Rückstand den Kopf nicht in den Sand. Ihr Widerstand ist noch nicht gebrochen und so suchen die Gäste auch den Weg nach vorne. Und nach einer Flanke ist es erneut Williams mit dem Kopf. Stefan Flauder muss da aber nicht eingreifen. Dann ist aber auch der OFC wieder an der Reihe. Von Tunay Deniz kommt die Kugel zu Marco Fritscher. Der bringt den Ball dann herein und da ist Fetsch, Tor, der Ball ist drin. Die Kickers erhöhen souverän auf 2:0. Für Matthias Fetsch ist es schon das 15. Saisontor. Auch am Dienstagabend war er ja schon erfolgreich. Aber nur wenige Tore dürften ihm so schmerzhaft in Erinnerung sein. Ja, ist eigentlich relativ peinlich zu erzählen, aber das Jubeln müssen wir noch ein bisschen üben. Von daher mal gucken, was wir die Tage noch analysieren. Aber nee, ist alles halb so wild. Klar, ein Cut, was jetzt geklebt wurde.
Aber ich gehe mal jetzt nicht davon aus, dass es jetzt irgendwie was Schlimmeres ist, beziehungsweise mich jetzt länger rausnimmt. Ein paar Tage. Weiter mit einem Freistoß für die Kickers. Tunay Deniz bringt das Leder vor das Tor. Da steigt Zieliniki am höchsten, bekommt den Ball, aber trotzdem nicht gedrückt. Das 2:0 hat bei den Gästen den Stecker gezogen. Die Kickers können das Spiel jetzt doch recht überlegen gestalten. Und so hat Serkan Firat freigespielt und dessen Flanke verwertet Bojay. Wieder ist der Ball drin. In den ersten 16 Minuten nach Wiederanpfiff erzielt der OFC gleich 3 Tore. Und das, obwohl 8 Stadtallendorfer hier im eigenen 16er waren, ist Florent Bojay hier am Fünfer völlig frei zum Kopfball gekommen. Klar, es ist immer gut, wenn man dann 1-2-0 führt. Das ist dann eigentlich meistens so, jetzt nicht nur heute, sondern allgemein, wenn man mit einer 2-0-Führung, dass der Gegner da dann auch oft zusammenbricht oder einbricht. Und so war es auch heute, dass wir da dann auch ein bisschen ruhiger spielen konnten. Weitere Chancen sollte es nun zuhauf geben. Davut Tuma mit dem Ball in den 16er. Da verpasst Tunay Deniz um Haaresbreite. Mateusz Abramowicz ist zwar überrascht, kann aber retten. Inzwischen ist dann auch Jakob Lemmer mit von der Partie und der fügt sich dann auch gleich gut ein. Gerade noch von der Außenlinie erreicht er den Ball, bringt ihn scharf herein vor dem Tor, kann aber ein Abwehrspieler noch vor Florent Bojay klären. In diesem Rhythmus geht es direkt weiter. Diesmal über die linke Seite. Ronny Marcos legt den Ball zurück und so hat Tunay Deniz die Chance. Der Ball wird noch abgefälscht und so gibt es eine Ecke, die bringt aber nichts ein. Kurios sollte es dann in der 79. Minute werden. Der gerade erst ausgewechselte Dell'Angelo Williams macht sich noch einmal lautstark von der Bank bemerkbar. Für Schiedsrichter Timo Vlodarsak zu lautstark. So zeigt er den bereits verwarnten Williams die gelb-rote Karte. Weiter mit Offenbach. Der OFC hat noch nicht genug. Im Anschluss an einen Einwurf probiert es Deniz aus der Distanz. Der Torhüter muss sich strecken und wehrt die Kugel aber ab. Und direkt weiter mit dem nächsten Kickers-Angriff. Es geht ein weiteres Mal über Marco Fritscher. Diesmal bringt er den Ball lang. Da ist dann Serkan Firat und am Ende muss Tunay Deniz die Murmel nur noch über die Linie drücken. Jetzt hat also auch noch Tunay Deniz sein Tor, nachdem er zuvor zweimal knapp gescheitert war. Inzwischen ist das Ergebnis jetzt auch recht deutlich, nachdem es zur Pause noch nicht danach ausgesehen hatte. In der Schlussminute hat der OFC dann noch diesen Freistoß. Der eingewechselte Luka Garic zieht den Ball scharf Richtung Tor, aber da kommt niemand mehr dran und der Torhüter kann retten. Kurz darauf ist das Spiel auch zu Ende. Nach einer mühsamen ersten Hälfte gewinnen die Kickers am Ende souverän mit 4:0 zu Hause gegen Eintracht Stadtallendorf. So kann auch Sretoristisch zufrieden sein, der sich bestätigt fühlen dürfte, dass das Spiel gegen Stadtallendorf kein Selbstläufer ist. Und das ist nicht ein Tabellenletzter, der sich da irgendwie die ganze Zeit verteidigt vor eigenem Tor, sondern die spielen einfach mutig mit. Meistens sehen die Spiele dann auch so aus, dass die 50, 60 Minuten mitspielen und dann wird es immer weniger. Die haben das eigentlich in der ersten Halbzeit richtig gut gemacht. Davon haben wir gewarnt, blieben ruhig. Wir hatten auch schon in der ersten Halbzeit ordentlich Chancen, aber die haben wir nicht verwerten können. Und zwar in der Halbzeit haben wir weiterhin unsere Raumaufteilung behalten, haben versucht, mit dem Ball den Gegner laufen zu lassen und dann eben die Dinger vor das Tor zu bringen. Ich glaube, dass wir 4 schöne Tore rausgespielt haben und verdient gewonnen haben.